Faszinierend, nicht wahr? Aber sie sind nicht nur schön anzusehen. Die Blumen können auch direkt in unsere Seele blicken. Wir nennen sie Herzblüten. Du hältst mich wahrscheinlich für einen Spinner. Aber es ist wahr. Im Moment ist sie aschgrau. Vielleicht fühlt sie den Stress der Arbeiter um sie herum. Alle sind wegen der plötzlichen Flut an Aufgaben furchtbar gehetzt, musst du wissen. Wenn man guter Dinge ist, dann erstrahlen die Blüten in leuchtenden Farben. Es ist wunderschön. Ist man aber verstimmt, dann werden sie dunkel und... Naja, du siehst ja selbst. Was genau hinter diesem Phänomen steckt, das wissen nicht einmal die führenden Botaniker Schalayans. Aber das ist bei Weitem nicht das einzige Rätsel, was sich um diese Pflanze rankt. Sie sind zum Beispiel sehr langlebig, aber vermehren sich dafür nur langsam. In der Natur sind sie deshalb kaum zu finden. Wir würden ja gerne ihre Verbreitung aufzeichnen, aber sie sind so selten, dass wir nicht einmal wissen, wo ihr natürliches Habitat ist. Überhaupt haben wir bisher nur wenige getroffen, die von ihrer Existenz wussten. Aber alle hatten sie eine andere Bezeichnung für sie. Selbst ihren wirklichen Namen kennen wir also nicht. Diese Pflanze ist so faszinierend, dass mein Botanikerherz geradezu danach schreit, sie eingehend zu erforschen.
Aber momentan sind wir alle zum Transport abkommandiert. Ach, dabei fällt mir ein, dass ich noch was erledigen muss. Hatte der Ruger denen etwas Interessantes zu erzählen? Eine Blume, die Gefühle wahrnehmen kann? Davon habe ich tatsächlich noch nie gehört. Faszinierend. Das ist ja alles ganz spannend. Aber es bringt uns nicht in der Frage weiter, was der Rat der Philosophen zu verbergen hat. Wir stehen mit leeren Händen da. Stimmt schon. Erendils Vermutung, dass man Nahrungsmittel hortet, scheint sich zu bestätigen, wenn man die Aktivitäten hier betrachtet. Aber selbst die Klauber schienen nicht zu wissen, welcher Plan dahinter steckt. Ach, wenn wir doch nur die Ratsmitglieder selbst fragen könnten. Sag mal, das ist doch der Eingang zum Archäon. Und wenn mich meine Augen nicht täuschen, dann ist das unser Freund Ehrenwill. Schwer zu sagen, aber es sieht so aus. Er meinte ja, er müsse runter, um noch Papierkram zu erledigen. Hat er nicht auch erwähnt, dass er auf Anweisung des Rats arbeitet? Folglich müsste er seine Berichte doch bei einem Ratsmitglied abliefern. Oder jedenfalls jemandem, der mit einer solchen Person in Verbindung steht. Du willst ihn doch nicht etwa belauschen gehen? Nicht doch, Alfino. Ich will mir nur ein wenig die Beine vertreten. Und keine Sorge, Ehrenwill wird keine Schuld treffen. Wenn dir das zu heikel ist, kann ich mich auch alleine umsehen. Schon gut. Ich will selbst herausfinden, was Vater zu verbergen hat. Und mir ist klar, dass er es nicht freiwillig preisgeben wird. Falls wir etwas hören sollten, was uns nichts angeht, können wir uns immer noch aufrichtig entschuldigen. Aber wir brauchen jetzt alle Informationen, die wir kriegen können. Seien sie noch so belanglos. Sonst finden wir nie heraus, was vor sich geht. Ich hoffe, du bist auch dabei. Und Krile? Ja, sicher. Klingt gut. Schön, dass du das auch so siehst. Ehrenwill scheint sich auf den Weg machen zu wollen. Schnell zum Eingang, bevor er weg ist. Beinahe hätte ich dich erreicht.